Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberport Unboxing. In der Verpackung haben wir heute das LG G Flex 2. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Lieferumfang. Da haben wir das Smartphone selbst, daneben noch einen Ladeadapter mit USB-Kabel, ein Headset sowie eine Kurzanleitung. Das wohl auffälligste Merkmal des G Flex 2 ist das gebogene Display. Die kurvige Form ist aber nicht nur eine Spielerei, sondern sorgt auch für ein angenehmes Haltegefühl. Auch die Verarbeitungsqualität ist auf den ersten Blick sehr gut. Zudem soll die Rückseite selbstheilend sein. Was das genau bedeutet, zeigen wir euch im Testbericht. Der Bildschirm ist 5,5 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Über dem Display haben wir sowohl den Lautsprecher als auch eine 2,1 Megapixel Frontkamera. Die Hauptkamera löst auf der Rückseite mit 13 Megapixeln auf. Daneben haben wir einen Laser-Autofokus. Für Lowlight-Situationen wurde ein Doppel-LED-Blitzlicht verbaut. Wie üblich hat LG den Power-Button sowie die Lautstärke-Wippe ebenfalls auf der Rückseite angebracht. Ganz unten findet man zudem einen weiteren Lautsprecher. Mikrofon, Audiobuchse und USB-Anschluss befinden sich an der unteren Seite. Ein weiteres Mikro und der Infrarotsensor wurden an der oberen Seite verbaut. So viel erst einmal dazu. Mehr über das LG G Flex 2 erfahrt ihr wie immer in unserem Testbericht. Wir freuen uns auf euch!